Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Spielchen. Und zwar spielen wir jetzt Mind's Eyes. Auch ein Spiel von Turnvex Games, also von hier Game Development bei Stanislaw Truchowski. Das ist jetzt schon das dritte Spiel, das ich von denen gespielt habe, nach Deadman's Journey und letztens hier A Girl's Fabric Face. Habe ich einfach mega gefallen an den Spielen gefunden. Das sind aber auch jetzt, glaube ich, die einzigen drei Spiele, die Turnvex bis jetzt hat. Aber die ersten zwei waren schon grandios und deswegen will ich jetzt auch mal hier Mind's Eyes spielen, was übrigens kostenlos auf Steam zu finden ist. Und ich drücke mal 1 und dann starten wir mal das Spiel. Flashing Lights. Okay. So, please increase your volume to a reasonable amount. Ja, hab ich. Genau, für die bessere Atmosphäre. Genau, und das Spiel hat auch keine Speicherfunktion, so wie alle anderen von denen. Und Spielzeit ist wieder so 30 bis 45 Minuten. Wobei ich für A Girl's Fabric Face ein bisschen länger gebraucht habe, als die 30 bis 45 Minuten. Wie lange lädt das denn? Wake up. Wake up. Please. Why aren't you waking up? Wake Hello, up. Everyone. This is Michael here speaking for CCO News at 11 p.m. Just as yesterday, the weather has not lightened up much at all. In fact, it seems to have gone colder. Windows remain covered with thick frost, and some neighborhoods down in the southwest are losing power. I'm sure all hope they are safe. In other news, word was released that there was a murder taking place, which police are saying... let me see here. So a woman was killed in her home 2 days ago, which is when the storm began to occur. Das klingt nach einem heftigen Sturm. Okay, wir können spielen. What the fuck ist hier los? Immerhin schöne Musik. Das erste, was mir ins Auge springt, ist, dass das hier dreimal dasselbe Bild ist. Nur in anderen Auflösungen. Einmal normal, einmal nach oben lang gezogen und einmal, wenn ich mir zur Seite lang gezogen. Oder nein, ist nochmal das gleiche, oder? Okay. Wir haben hier einen Schalter. Okay, Licht können wir an- und ausmachen. Alles gut, ich lasse das Licht mal an. Verständlich, warum. Spiele sind meistens... Spiele von denen sind nicht gerade... Nicht gerade wirklich fröhliche Spiele. High Voltage. Alles klar. Hier haben wir noch einen Lichtschalter. So. Und hier. Da ist eindeutig eine Tür hinter der... Sperrenplatte. Na gut, machen wir hier das Licht wieder aus. Wir müssen hier anscheinend erstmal nichts zu machen. Dann mache ich die Tür auch wieder zu. Die Musik finde ich klasse im Radio. Alter. Doch, sie seems to be locked. Ein Holzencutter.
Kann ich sie nicht aufheben? Hm. Ey, jetzt habe ich die Tür vor meiner Nase wieder zugemacht. Ah! Blöde Tür. Ist es hier nicht mein eigenes Apartment? Wieso habe ich hier eine verschlossene Tür, die ich selber nicht aufbekomme? Das Bild gefällt mir überhaupt nicht. Das ist doch Blödsinn. Ich möchte mit dem Teddybär noch nicht interagieren. Der macht mir ein wenig Angst. Oh, ich habe ein Kreuz hier hängen. Licht ist aus. Stell wieder anmachen. What the fuck? Kann ich das nicht mehr anmachen? Ich glaube, ich muss wieder in den. Das Radio rauscht nur. Warte, denn hier war doch High Voltage. Vielleicht ist so die Sicherung rausgeflogen. Ja, ist sie tatsächlich. Okay. Die Stühle standen aber vorher noch nicht da so, oder? Also kannst du mir nicht erzählen, dass hier gestapelte Stühle vorher schon im Gang standen. Die sind neu. Was liegt denn da? Wieso ist der Schrank zerbrochen? Okay, pick up Teddy. Oh Gott, das Lachen. You have located one of five teddies. A bear used by the young to fall into a deep slumber. Whether good or bad times, the teddy bear will always be by your side. Collecting all five bears will drastically affect your overall score in the end. Okay. Also ist was Gutes, die Teddybären einzusammeln. Ich weiß nicht, ob die Sicherung rausgeflogen ist, weil ich zu viele Lichter an hatte oder wegen dem Sturm oder sonst irgendwas. I hate what happened to Tom. Don't you dare forget that it wasn't your fault. The car lost control. There was nothing you could have done about that. The more you blame yourself, the harder this will all be. Tom will wake up. I promise. Call me if you ever want to talk. Janetta T. Mhm. Ach. Welche eine Überraschung. Wir haben ja. Das habt ihr auch gehört, oder? Da ist eine Tür zugegangen. Da steht ein Stuhl, der da vorher noch nicht stand. Ich gehe da noch nicht hin. Aber wird eine Überraschung. Ich habe hier mein Wohnzimmer. Ja, alles sehr schön. Hier, zwei Couch. Was ist die Mehrzahl von Couch? 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 Couches? Couch? Keine Ahnung. Okay, ich habe hier eine Couch und noch eine Couch, sag ich einfach mal. Zwei Sessel. Und ein Fernsehschränkchen. Was steht auf dem Fernsehschränkchen? Ein Safe. Hm? Bei dem ich wieder. Ja, ein Safe mit einer Lampe darüber, ja, bei dem ich wieder irgendeinen Code eingeben muss. Erinnert mich ein wenig an A Girl's Fabric Face mit dem Safe. Keine Ahnung, ob ich da ein Rätsel habe, um den Safe zu knacken oder. Wird das nicht mal ausmachen? Das ist die Haustür, oder? Okay, die bekomme ich nicht auf. Das heißt, ich muss wieder zurück. Ich weiß nicht, wie groß die Gruppe von Turnwax ist, also wie groß das Studio ist, wie viele Leute da an so einem Spiel arbeiten. Weil. Oh Gott! Alter! Oh! Okay, ich wache in meinem Bett wieder auf. Was zur Hölle war das? Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich weiß nicht, wie viele Leute. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei Turnwax dort an so einem Spiel dann immer zusammen programmieren, weil das Spiel sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Grafik sehr gut. Soundkulisse ist auch klasse. Also bis jetzt gefällt mir das wirklich gut.
Wieso kann ich diesen Bolt Cutter nicht aufheben? Oh je, draußen ist Sirene. Hoffentlich hört man das nicht so laut. Hoffentlich stört das nicht. Die Frage ist ja, was ich... Wofür war dieses Geräusch? Das Geräusch ist... Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Was wollte ich gerade sagen? Also ich wüsste gerne, warum ich den Bolzenschneider nicht aufheben kann. Frag ich mich, was das für schwarze Flecken da auf dem Boden sind. Das hat hier macht auch nichts mehr. Wir haben auf I und Tab kein Inventar. Warte, ist die Tür jetzt vielleicht offen hier? Nein, die Tür ist immer noch verschlossen. Ja, das ist halt so die Sache, sagen sie, Spielzeit 30 bis 45 Minuten, aber... Ich brauche ja meistens eine Stunde, um überhaupt zu wissen, wo es weitergeht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe. Irgendwas. Zur Hölle. Okay, ich habe keine Ahnung, was es war. Aber er scheint hier nicht zu wohnen. Er ist illegal eingedrungen. Ich sollte am besten die Polizei rufen. Aber ich habe kein Telefon im Haus. Na super. Macht mir immer mehr Sorgen. Vor allem weiß ich nicht, was ich hier überhaupt so tun soll. Bei Girls Fabric Face hatte ich zumindest noch ein Inventar mit Notizen, was mir gesagt hat, hier. Das solltest du mal nachsehen, das solltest du jetzt mal tun. Hier weiß ich ja überhaupt nichts, ich kann nichts anderes machen, außer hier einmal überall rumzulaufen und mir alles ein paar Mal anzusehen. Jetzt sollte ich mal sehen, ob ich irgendwo einen Zahlencode finde. Für diesen Safe. Die Frage ist nur, wo könnte dieser Code sein? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht damit interagiert. Ich hab's mir nur angesehen. Okay. Mit den Büchern hier können wir auch nicht interagieren. Was piept da? Feuer, Rauchmelder?
Oh, ist das laut! Oh, ist das laut! Moment, kann ich High Voltage? Kann ich hier meinen Strom, meinen Sicherungskasten ausmachen dafür, dass es ausgeht? Nein. Oh, ist das. Das ist nicht cool. Where did the lever go? Was? Ich kann den Strom jetzt nicht wieder anmachen, weil. Weil der Hebel fehlt. Ich stand doch direkt daneben. Ich sehe doch so gar nichts. Da liegt der Hebel. Da ist was umgekippt. Das habt ihr auch gehört, oder? Bitte nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken. Strom ist wieder an. Alles klar. Und hier beende ich die erste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Mainz Eis. Hier auf Grips Butterfly Gaming. Bis dann.